So, herzlich willkommen auf meinem verlausten Kanal, Leute, und Runde First Dynasty. Ja, interessantes Spiel, habe ich früher mal ganz gerne gezockt, sieht man kaum noch. Kann man aber abrufen über den über das My Top Game Menü. My Top Game Nummer heißt 100, werde ich euch jetzt immer so dabei sagen, auch damit der eine oder andere nicht großartig suchen muss. Wenn er mal sagt, okay, was spielt denn der Popcorn da gerade für Spiele? Ja, das sind so die Oldschool-Geschichten damals. Und ich spiele natürlich auch wieder plus 5 Vulcano. Habe ich jetzt die letzten Tage auch immer gemacht. Bin eigentlich ganz gut mitgefahren. Na, wenn ich da auch mal verloren habe, habe ich zumindest meistens immer die Kohle wieder irgendwie rausgekriegt durch den Vulcano-Jackpot. Ja, wie gesagt, First Dynasty. My Top Game Nummer 100. Ja, dann schauen wir mal. Und dann muss da mal einen Asiaten links haben, diesen Shogun da oder wie der auch heißt, links und rechts. Ja. Mal schauen. Ein bisschen schwierig mit Freispieler reinkommen in dem Spiel, aber das ist bei den anderen auch nicht anders mittlerweile. Der hat in den vorigen Videos gesehen und ich mache das jetzt auch so, ich zeige euch den kompletten Lauf und nehme mich jetzt nur die Freispieler oder so auf. Na, okay, das ist schon mal ein ganz guter Start. Ich sage euch ja, also meine Erfahrungswerte, also wirklich plus 5 ist für meine Begriffe wirklich gut. Das bin ich bei 2,50 Euro. Man sieht oben. Ja. Reise geht weiter. Oh, war schon mal gut nachgelegt. Bin hier schon Bronze. Guter Start. Es könnte sogar vielleicht auch Silber oder Gold geben. Natürlich schön. Ah, ist das ein Kackstumpfen. Ja nun, aber Bronze. Kann sein, dass sich da oben auskackt. So. Ah, der Fünfer bleibt stehen. Scheiße, ich habe jetzt gleich 200. Ja. Ja, nun. Das ist natürlich ein Wichsgroschen, aber egal. Jetzt komm. Wie gesagt, der Shogun muss ja mal links, dann rechts sein, dann geht das schon ab. Ich zeige euch jetzt noch mal so ein paar andere Spiele, welche ich jetzt mal zocken in nächster Zeit. Viel über mein Top Game Menü, weil ich finde, die herkömmlichen Spiele auf den 60er-Paketen, die sind schon sowas von abgebrannt. Ich sage mir immer, alles, was da vorne steht, muss nicht unbedingt gut sein. Und hat auch seinen Grund. Vor allen Dingen die ersten 30 Spiele auf der ersten Seite, die da so platziert sind, werden natürlich auch die meisten zocken. Und ich denke mal, dass die von den Quoten her nicht so toll sind. Aber dann ist natürlich jetzt auch ein bisschen Fantasie dabei. Man weiß es nicht. Ja, geht die Reise weiter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal einer gespielt hat hier in dem Automaten, keine Ahnung. Hier ein Kunde vor, aber ich denke mal nicht. Ah, tut sie ein bisschen schwer. Na, ja, jetzt macht er schon Harakiri. Also bis zum Zehnerchen lasse ich ihn laufen und dann ist erstmal Ende.
Dann wird mir das zu bunt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der es laufen lässt, da ohne Ende, auch wenn ein Spiel jetzt zu ist. Also nicht täuschen lassen, das mache ich grundsätzlich nicht. Also ich ziehe dann schon irgendwann mal die Reißleine. Ich merke, da passiert gar nichts. Danach müssten wir mal eine Runde, ja, Klonbonus, habe ich mal Bock drauf. Wechseln wir die Baustelle, Leute. Nur eine Klonbonus rein. Oh. Ja, 20 plus 5 und dann wollen wir mal angasen. Mir ist aufgefallen, also weiß ich nicht, ne? In letzter Zeit, also wirklich, man kommt überhaupt sehr, sehr schwer in die Features rein, finde ich. Scatter und sowas ist wirklich in allen Spielen ziemlich gleich beschissen. Könnte jetzt nicht sagen, dass man irgendwie ein oder anderes Spiel extrem besser wäre oder so. Nee. Einfach so ein Durchrattern, irgendwie so ein monotones. Ja. No way. Kacklocken. Ja. Ja, man hat doch gar keine Chance, da irgendwie höher zu spielen mittlerweile. Ich weiß nicht, das ist ja so eine Scheiße mit den ganzen Buchungsgeschichten und alles. Man könnte ganz selten schon auf den 100er sein, aber ist schon wirklich heftig momentan. Ja, und versucht man dann irgendwie mal höher zu stellen, geht ja gar nicht. Weil es ja nur mit dem eigentlichen Buchen da unten beschäftigt und mit den Pausen. Ist schon wirklich schwer, überhaupt was zu gewinnen momentan. Aber naja, schauen wir mal. Ich mache da gleich mal auf. Ich glaube, ich werde die Baustelle erstmal wechseln hier. Mal da machen, also im Lauf. Okay, dann gehen wir da mal rein in die, einfach mal hier, Crazy Fruits. Uraltes Spiel. Lange nicht mehr gezockt. Plus 5 auch. Scheiß was drauf, gehen wir mal durchlatschen. Alt, aber geil. Ja. Obwohl, das geht ja noch gerade noch von dem Gewinn her. Ich vergleiche jetzt gerade zu Klonbonus, wenn ich mir so überlege, was der sich da so reingepfiffen hat. Hammer. Ich rede jetzt allerdings so drauf, jetzt nicht über mein Topcam-Menü, habt ihr ja gerade selber gesehen, obwohl es schon ein bisschen älter ist.
Aber auch hier wieder keine Features. Oder beziehungsweise Scatter ist schon öder Kacklauf. Na komm, Baby. Ich mach den Part mal eben zu Ende. Ciao.